Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie im deutschen Pokal. Zeit für eine Überraschung, Buschi. Also Wolf, es ist nicht meine Art, mit irgendwelchen Phrasen zu kommen. Aber es wäre nicht das erste Mal im Pokal, dass wir zu einem unerwarteten Ergebnis kommen. Borussia Mönchengladbach hat das letzte Heimspiel ja erfolgreich gestalten können, als es gegen den FC Schalke 04 ging. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf Sie. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Dietmar Schönlebe leitet das heutige Spiel. Das Pokalspiel läuft. Es wird wichtig sein, dass sie gleich gut in die Partie kommen. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Salif Sané. Der Ball nach draußen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kiyotake! Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Und jetzt ein Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Und die Situation geklärt. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Hoffmann. Sakai. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Prim. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. André Hahn. Tor. Und nun Raphael. Tolle Flanke. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Raphael! Abgepfiffen. Das war Abseits. Milosevic. Den Ball spielt er raus. Und damit sind sie am Ball. Nordfight. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Jetzt haben sie den Ball verloren.
Raphael. André Hahn. Den Werder ab, knapp über die Latte. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Ball im Aus, Abstoß. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Hannover 96. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg SV. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Raphael! Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Er entscheidet auf Freistoß. Und jetzt muss er Dampf rausnehmen. Noch so ein Foul, dann geht er. Und das wäre natürlich ganz schlecht für die Mannschaft, gerade den Torjäger frühzeitig zu verlieren. Das Tor macht ein Verteidiger. Ja, richtig gesehen, Buschi. Ja, dafür ist er nicht bekannt, ne, Wolf? Also, das ist mal klar. Aber sei es drum, sein Team wird's freuen. Und da fliegt er wieder, so wirkt es zumindest. Höher als alle anderen, ein Superkopfball. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schussversuch. Und da haben wir es, das Tor. Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor und dann klingelt es gleich wieder. Ein richtiger Nackenschlag, zwei Tore in so kurzer Zeit. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Schaut doch gut aus, es steht 2-0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Und jetzt wird es Einwurf geben. Hazard. Er lässt den Gegner stehen. Da ist der Ball weg. Nee. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Kiyotake. Salif Sané. Fabian Johnson. Kann er den Ball wegfausten?
Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Klasse vom Verteidiger, den hat er super geklärt. Und Raphael. André Hahn. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Und er schießt. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Schmiedebach. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ein Tor konnte er ja schon machen, guter Auftritt bisher, daran wird er anknüpfen wollen. Die zweite Hälfte läuft in diesem deutschen Pokalspiel. Und wir sind gespannt, ob die Partie ähnlich weitergeht. Er schießt, da geht er runter und kann den Ball abwehren. Eckball. Super Kopfball. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Gute Ecke, sehr guter Kopfball und der Ball ist drin. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Hoffmann. Schmiedebach. Kiyotake. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Und jetzt der Schuss. So bekommen sie keinen Fuß mehr in die Tür. Sie müssen im Abschluss besser werden. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Schuss! Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie.
Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. André Hahn. Die Gäste werden wechseln. Da wird er unter Druck gesetzt. Der Ball kommt. Der Mut, er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Salif Sané. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Ja, es geht gegen Hertha BSC im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und das dürfte doch machbar sein für Sie. Einwurf. Es wird eine Auswechslung geben. Super Timing, den Ball holt er sich. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Tolle Flanke. Raphael, da war er noch dran, aber es reicht nicht. Der Ball ist im Tor. Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sechs Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Sakai, Wendt. Gut geklärt, das war wichtig. Der Ball an den Post, Wendt. Da ist das Tor. Der war nicht zu halten.
und das Tor macht ein Verteidiger. Ja, richtig gesehen, Buschi. Ja, dafür ist er nicht bekannt, ne, Wolf? Also, das ist mal klar. Aber sei es drum, sein Team wird's freuen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Salif Sané. Fabian Johnson. Andreasen. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen, also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Salif Sané. Der Ball wurde weggefaustet. Arthur Sobirk. Und jetzt ist die Chance vorbei. Er hält ihn fest. Und den Ball hat er sich geholt. Die Defensive hat es dem Torwart heute leicht gemacht. Er musste nicht ein einziges Mal wirklich eingreifen. Starke Leistung. Die ganze Mannschaft hat gut gearbeitet. Schuss! Wie macht er den denn rein? Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Ja, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können Sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Sakai. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Andreasen. Vier Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was. Und er schießt. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Und jetzt per Kopf. Den Ball leitet er weiter. Salif Sané. Branimir Gota. Da passt er auf
und kann klären. Ein einseitiges Spiel heute, aber gut, so ist das, wenn bei einem Team irgendwie alles klappt und bei den anderen herzlich wenig zusammenläuft. Der Pokaltraum lebt. Er lebt weiter. Sie haben dieses Spiel gewonnen. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung.